die wichtigste West-Ost-Achse von Paris nach Wien über München, ist weitgehend gebaut. Paris, Metz, fertig. Im Bereich Bayern weitgehend fertig. Richtung Wien weitgehend fertig. Es fehlt tendenziell das Stück Stuttgart. Selber schuld! Und da geht es um die entscheidende Frage. Wie verbindet man Paris-Wien? Die eine Strecke von Metz über Saarbrücken nach Mannheim, nach Frankfurt, nach Würzburg, Nürnberg, Ingolstadt, Wien ist weitgehend fertig. Außer Mannheim-Frankfurt weitgehend neu gebaut. Das ist die weit längere Strecke, die macht einen Bogen, aber die schnellere Strecke. Und wer im Augenblick nicht unbedingt von Paris oder Metz zum VfB nach Stuttgart fährt, sondern meinetwegen von Festspielen nach Salzburg oder nach München zu Bayern, fährt nie und nimmer über Mannheim, Stuttgart, Ulm. Weil die andere Strecke länger, aber deutlich schneller ist. Und wenn wir Stuttgart-Ulm nicht entwickeln, werden die Züge Europas Baden-Württemberg umfahren. Weil längere Fahrzeit heißt, weniger Fahrgäste, heißt schlechtere Takte, heißt kürzere Züge. Deswegen geht es um die Frage, ob Baden-Württemberg integriert wird oder nicht hineinkommt. Und dann müssen Sie von der bestehenden ersten deutschen Schnellbahnstrecke Mannheim-Stuttgart irgendwie von Stuttgart nach Ulm kommen. Und die Neubaustrecke ist ja weitgehend unbestritten, Wendlingen-Ulm, wo der Hermann sie ebenfalls in Zweifel stellt. Bei den Grünen gibt es genügend unterschiedliche Standpunkte. Also unterstellt Wendlingen-Ulm unstrittig. Kann gerne Herr Peimelherr bestätigen. Dann muss ich die Frage beantworten, wie kommst du vom Norden Stuttgarts nach Wendlingen? Nach Mörkli weiß man, das geht nur, wenn man die Schienen zusammenstellt.